schauen wir uns in diesem Video unseren Kurs etwas genauer an und die Lernumgebung. Ich kann hier links oder auch hier oben unter Kurse einen Kurs auswählen, in dem ich eingeschrieben bin, an dem ich arbeiten möchte. Wir wählen den DIMPA Deutsch. Ich wechsle ganz kurz in die Ansicht für Mitgliederinnen und Mitglieder. Jetzt zu Beginn ist für euch nur die Einführung DIMPA MOOC und der Glossar freigeschalten. Ab Montag gibt es dann schon zwei weitere Kapitel und so wird es dann jede Woche die neuen Module für euch geben. Wenn ich ein Modul ausgewählt habe, gibt es immer einen Main Task und dann verschiedenste Kapitel quasi in diesem Modul, die ich durchklicken kann und wo dann eben die Lerninhalte zu finden sind. Apropos Lerninhalte, wir haben sehr viele Genialis eingebaut. Das sind so interaktive Grafiken. Man kann meistens mit dem Doppelpfeil nach außen, manchmal muss man auch ein bisschen versteckt noch auf drei Punkte klicken, kann man das im Vollbildmodus ansehen und es sind eben interaktive Infografiken, also man kann hier auch mal schauen, oft wenn Plus Info steht, gibt es noch weitere Informationen zu entdecken. Genau, einfach ein bisschen durchklicken und schauen, was es dann denn da alles zu finden gibt. Was auch toll ist, ist dieses Translate, das gibt es in jedem Kapitel ganz unten zu finden. Der Text, der hier vorkommt, wird automatisch in eine beliebige Sprache übersetzt. Also so kann man natürlich auch sehr gut einem Kurs folgen, der nicht unbedingt in der eigenen Muttersprache verfasst ist. Wie hier zu sehen ist, gibt es eben verschiedenste Module. Es steht immer dabei W1 für Woche 1, W2 Woche 2. Jede Woche werden wir weitere Module für euch freischalten. Es gibt einen Farbcode. Grün bedeutet, dass dieses Modul verpflichtend ist. Violett bedeutet, dass es sich um eine der 6 Technologien handelt. Und gelb bedeutet optional. Auch in optionalen Kapiteln kann man etwas posten, an Diskussionen teilnehmen, an Umfragen teilnehmen, um hier eben zu den 450 nötigen ANA-Seeds beizutragen. Und grundsätzlich ist es natürlich immer möglich, je nachdem, wie das eben das Interesse ausfällt, beziehungsweise wie viel Zeit man hat und investieren möchte, natürlich kann man sich auch mit den optionalen Kapiteln intensiver beschäftigen. Grundsätzlich sind hier immer die ersten 3 Kapitel bzw. Module eingeblendet und kann dann aber ausgeklappt werden, das Menü, sobald es mehr Module gibt, die freigeschaltet sind unter Show All Tasks. Hier in der Mitte gibt es auch, wie schon vorher eben im Video zu See in Europe allgemein gezeigt, verschiedenste Optionen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu interagieren. Es ist also möglich, hier Posts und Kommentare zu schreiben, die dann in diesem Kurs angezeigt werden. Man fügt einen Titel hinzu, schreibt den Inhalt, man kann auch ein Bild oder ein Video, eine Datei, was auch immer anhängen. Man kann verschiedenste Einstellungen vornehmen, wenn das gewünscht ist. Man kann noch entscheiden, für wen das jetzt sichtbar ist. Und man kann das auch zum eigenen CNI-Portfolio anhängen und dann natürlich abschicken. Auch hier ist es möglich, eine Umfrage zu gestalten. Funktioniert ähnlich mit Titel, Frage, Fragentyp und je nachdem dann auch vorgegebene Antworten anzufügen. Verschiedenste Einstellungen sind auch wieder möglich. Und man kann hier entweder über Add a New Question mehrere Fragen hintereinander anfügen und dann erst die Abstimmung abschicken oder auch natürlich nur mit einer Frage dann sagen Submit Poll.
Auch hier ist es möglich, ein Event zu organisieren. Also zum Beispiel, wenn sich ein paar Gleichgesinnte finden oder Personen, die draufkommen, sie würden gern etwas diskutieren in einem Online-Meeting zum Beispiel, kann man das hier organisieren und sich gegenseitig einladen, wenn man das möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, E-Mails zu verfassen und zu verschicken. Außerdem hier links gibt es dann auch noch verschiedenste Punkte, die angeklickt werden können. Also baut gibt es die Infos nochmal zum MOOC, um was es denn hier eigentlich geht. Dann eben die Posts in diesem MOOC, die Abstimmungen in diesem MOOC, die Events in diesem MOOC sind hier nochmal gesammelt einzusehen. Es gibt auch hier die Quizzes schon zu sehen. Grundsätzlich ist es so, dass im ganzen MOOC-Verlauf immer wieder Quizzes vorkommen, die auch gerne alle gemacht werden können. Es ist so, hier geht es in erster Linie darum, dass ihr überprüfen könnt, ob ihr euch die Sachen gemerkt habt und richtig gemerkt habt. Und das ist quasi eine Vorbereitung für die Abschlussquizzes, für die Badges bzw. das Zertifikat sind die Abschlussquizzes ausschlaggebend und die 450 Anar-Seeds, die eben über Posts, Polls, also einfach Interaktionen gesammelt werden können. Es gibt auch ein Gradebook zum Beispiel, wo man sehen kann, wie viele Punkte man erreicht hat bei den verschiedenen Quizzes etwa. Roster ist vielleicht noch ganz interessant, weil man hier die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet. Man findet auch die Kursmoderatorinnen, also auch einfach hier vielleicht mal reinschauen, wer denn aller so im MOOC mit euch dabei ist. Das könnte ganz interessant sein. Unter Analytics sieht man zum Beispiel auch, was sich denn getan hat in dem MOOC bei uns, da wir jetzt erst gerade anfangen. Sieht man noch nicht sehr viel, aber hier sieht, wird man dann eine, also unser Kurs startet ja erst, eine schwarze Linie für den Durchschnitt sehen und man dann in einer blauen Linie sich selbst. Also geht es um die Aktivität quasi, die in diesem MOOC passiert. Und was es auch noch gibt, das gibt es hier aber auch noch an einer anderen Stelle, das zeige ich euch auch noch, ist der quasi der Beta-Test-Fehlerbericht, wo wir euch bitten, dass ihr einfach, wenn euch etwas auffällt, uns das hier rückmeldet. Diesen Beta-Test-Fehlerbericht gibt es auch zu finden in der Einführung unter Info für Beta-Test. Also auch hier kann man das jederzeit einsehen und etwas hinzufügen. Und wir versuchen dann, die Anregungen sinnvoll umzusetzen und einzubauen am Ende unserer Beta-Testphase. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lernen und beim Interagieren. Bis bald!